Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Und wo ich gerade bin, wo ich gerade laufe, erzähle ich nach dem Intro. Ich bin gerade unterwegs im Feld bei Dasbach. In der Nähe von Itzstein, in der Nähe von Ehrenhausen. In der Nähe von nirgendwo, im Taunus, und werde heute meine 12 Kilometer machen wollen. Das ist mein Plan. 12 Kilometer laufe ich heute, auf jeden Fall. Und dann sehen wir weiter. Ist gerade ein bisschen anstrengend, weil ich schon seit 100 Jahren hier den Berg hoch renne. Verdammt. Aber geht schon. Komm schon da hoch. Meld mich gleich. Nun bin ich schon seit 3 Kilometern unterwegs. Läuft gut. Wetter ist ein bisschen zu warm für meinen dicken Pulli. Scheiße. Aber schützen macht ja nichts. Kann ja nur gut sein. Ich habe noch 9 Kilometer vor mir. Die reise ich noch runter. Das geht. Mittlerweile bin ich bei 7,5 Kilometern. Ganz schön anstrengend, der Scheiß. Aber die 12 schaffe ich. Sind noch 4,5. 4,5 kacke ich nicht ab. Auf keinen Fall. Oh, jetzt kommt der Zug. Achtung, jetzt kommt der Zug im Hintergrund. Wow. Special Effects. Special Effects beim Sportvlog. Ich laufe jetzt hier den Berg noch hoch. Wende dann hinten von Dasbach und laufe wieder zurück. Dann habe ich 12 Kilometer. Bin jetzt so kurz vor 10. Kurz vor 10 bedeutet, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin gerade ein bisschen im Eimer, weil es so schwül ist. So ein schwüles Wetter und ich habe so einen dicken Pulli an. Ich kann ihn nirgendwo ablegen. Ich habe keinen Bock drauf, den irgendwo hinzulegen, dann ist er weg. Oder den die ganze Zeit in der Hand zu halten. Deswegen muss ich jetzt da durch. Egal wie. 12 Kilometer schaffe ich. Hoch, runter, heim, Eistonne. Ich bin jetzt am Wendepunkt angelangt, damit auch jeder glaubt, dass ich bis zum Wendepunkt gelaufen bin. Nehme ich das auf. Ja, jetzt wende ich. Und bin bei gut 10 Kilometern. Und wenn ich jetzt einfach nur nach Hause laufe, dann bin ich bei 12. Geil. Also, mein Ziel habe ich jetzt schon erreicht, weil ich muss ja irgendwie heim. Irgendwie muss ich ja heim. Die 12 Kilometer habe ich lang hinter mir. Geil. Ich bin jetzt bei 13 schon angekommen. Habe bei 12 einfach gemerkt, da geht noch was. Deswegen bin ich jetzt weitergelaufen, aber langsam werden die Beine echt schwer. Ich habe mir meinen Pulli ausziehen müssen hier, damit ich nicht so schwitze. Ist voll krass. Voll krass schwüles Wetter. Mit Pulli geht gar nichts. Das Gute ist, ich bin jetzt bei 13 und ich muss nur nach Hause, so wie eben, nur nach Hause und dann habe ich 14. Viel mehr erreicht, als ich eigentlich heute wollte. Voll geil. Ich melde mich dann, wenn ich zu Hause bin. Nun habe ich 14 Kilometer hinter mir. Ich merke es voll krass in den Beinen. War heute eine harte Trainingseinheit für mich. Aber ich habe es geschafft. Ich habe die 12 geschafft. Und ich habe die 14 geschafft. Voll geil. Das könnt ihr auch. Ihr könnt auch ein bisschen mehr, als ihr eigentlich vorhabt. Ein bisschen mehr nur. Oder so viel, wie ihr vorhabt, reicht auch schon. Also runter vom Sofa, macht Sport. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Auf mich wartet die Eistonne.